Die heutige Betrachtung hat den Titel Glücklich sein im Hier und Jetzt. Ich denke, die meisten, die hier sind, wollen einfach immer wieder in Kontakt mit Freude und Glück kommen und speziell diese beiden Eigenschaften in sich nähern und stark machen. Was ist Glück? Was ist Freude? Was macht es? Man kann sagen, ja, wenn ich einen Beruf habe und gut Geld verdiene, wenn ich über meinen Beruf vielleicht Karriere mache, langsam aufsteige, eine Chefposition habe oder Abteilungsleiter bin, einfach Einfluss habe, wenn ich eine Familie habe, Kinder, eine Frau, dann ist alles so ganz gut gerichtet. Klingt nach außen so, ist freudvoll. Da ist Geld, da ist Einfluss, da ist Vergnügen, man kann sich einiges leisten. Ich bin mal gefragt worden, ja, du hast das alles, du bist ja sehr glücklich dadurch. Aber wenn man tiefer reinschaut, sind sicherlich nicht die Dinge, die einen glücklich machen. Es ist fein, wenn das da ist. Sicher. Aber wirklich glücklich machen tun diese drei Faktoren nicht. Wenn man einen Jugendlichen so fragt, mit 15, 16, was möchtest du mal machen, um glücklich zu werden? Dann wird er sicherlich nicht antworten. Und wenn, wird es nur sehr wenig Jugendliche geben, die dann sagen, ja, ich möchte ein Haus haben, ich möchte viel Geld haben, ich möchte eine Familie haben, ja, und ich möchte Einfluss haben. Wenn ein Jugendlicher diese Antwort mit 15, 16 gibt, wäre ich persönlich sehr verdutzt und sage, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Stattdessen würde ich als Antwort vielleicht erwarten, ja, ich möchte einen spannenden Beruf haben, um was zu bewegen. Ich möchte Sozialarbeit machen, ich möchte Entwicklungshilfe machen, ich möchte bei vielen Jugendlichen ist auch dann, ich möchte Medizin studieren, weil da kann ich Leuten helfen. Es klingt sehr oft bei Jugendlichen immer wieder mit, dass das nicht für sie selbst ist, sondern dass sie der Welt was geben möchten. Und erst wenn wir dann stärker abgeklärt sind, dann ist es unser Haus, unser Auto, unsere Familie, unser. Ihr hört es schon raus. Und es macht mich wirklich glücklich. Und ich möchte euch das auch noch ein bisschen ausführen, wieso das so ist. Unsere Persönlichkeitsstruktur steht uns auf dem Weg zum Glück sehr gerne dazwischen. Im Enneagramm gibt es 6 Grundtypen. Ich bin so der Typ 6, der Typ, der viel mit Zweifeln und Ängsten geplagt ist, der sich selber auch gern fesselt. Aber auf der anderen Seite, wenn ich das überwinden kann, durchaus auch sehr viel Mut da ist. Aber ich kenne das sehr gut, dass meine Angst mir auf dem Weg zum Glück im Wege steht und im Wege stand. Musste diese Angst sehr stark bewältigen, bearbeiten und sie kommt auch immer wieder auf. Es gibt andere Persönlichkeitstypen, die kennen Angst kaum. Da gibt's den Typ 7, für den, der lebt eigentlich fürs Glück. Aber der lebt so fürs Glück, der schüttet sich voll mit Blumen und allem und ist so aktiv, dass ihm in dem Augenblick, wo das Glück reinkommt, ihm das Glück schon wieder zerrinnt. Und ist dann sehr oft auch nicht glücklich, obwohl das sein Hauptlebensziel ist. Und er kann das einfach nicht tief in sich wahrnehmen. Der Persönlichkeitstyp 8 zum Beispiel, der drückt sich aus durch Macht, durch Einfluss. Der will gern der Chef sein.
Der hat große Probleme mit Teamfähigkeit. Und dieses Ding, dieser Macht, dieses stark sein, mächtig sein, anführen wollen, steht ihm im Weg. Zum Glück. Das heißt, sehr oft steht uns unsere eigene Persönlichkeit, je nach Typ, im Weg. Also ich kenne das eben aufgrund meines Persönlichkeitstyps mit der Angst sehr gut. Und die habe ich in der Vergangenheit sehr intensiv bearbeitet. Ich konnte sie nur dadurch bearbeiten, dass ich tiefer in mich reingehorcht habe, dass ich aufgehört habe zu rennen. Und das ist das Wichtigste. Das Erste ist, dass man mal anfängt, stehen zu bleiben und sich anzuschauen. Was für ein Persönlichkeitstyp bin ich? Was ist da in mir, dass ich Kontakt aufnehme zu meinem Körper, dass ich Kontakt aufnehme zu meinen Gefühlen, zu meinem Geist, wie funktioniert der, und zu den Objekten meines Geistes. Und mich dadurch besser kennenlernen. Neugierig bin auf mich selbst. Und wenn ich mich besser erkenne, kenne ich auch meine Schwachstellen. Und kann dadurch rausfinden, was mir im Wege steht, um einfach wirklich das Gefühl Glück und Freude in mir zu tragen. Was auch noch sehr wichtig ist, ist es, dass wir im Hier und Jetzt ankommen müssen. Unser Lehrer Thay sagt uns immer wieder in der Gehmeditation, ich bin angekommen mit jedem Schritt. Mit jedem Schritt bin ich im Augenblick angekommen. Und wenn ich nicht wirklich angekommen bin, dann war es kein guter Schritt. Thay sagt dann kannst du nicht gleich den nächsten Schritt weit machen, weil dann kommst du sofort ins Rennen und du kommst nie an. Wir müssen wirklich praktizieren und lernen, anzukommen im Hier. Unseren Geist durch Konzentration darauf zu bündeln, dass wir uns im Augenblick befinden. Da, wo wir sind, im Hier und im Jetzt. Also örtlich und zeitlich wirklich da sind, wo wir sind. Wenn unser Geist in die Zukunft wegfliegt, dann kommt bei mir, wie ihr das ja schon jetzt erfahren habt, als erstes die Angst. Bei dem Nächsten die Sucht nach Freude, die er sich nicht erfüllen kann. Bei jemand anderen das Denken, meine Güte, wie kann ich das noch mehr mit der Macht hinbringen? Und so weiter und so weiter. Für jeden eine sehr individuelle Geschichte. Aber dieses Hineingehen in die Zukunft lässt einen sofort diesen Glückszustand, den ich nur im Hier und Jetzt finden kann, vergehen. Weil man abgelenkt ist durch andere Dinge, mit denen man sich da beschäftigt. Und Thay sagt uns immer, wenn ihr das Paradies erreichen wollt, dann könnt ihr das Paradies nur im Hier und Jetzt erreichen. Das ist nicht irgendwo und irgendwann, weil wenn es nicht im Hier und Jetzt ist, dann ist es nirgendwo. Und genau das ist der Zustand. Das braucht Praxis, das braucht Übung. Das geht nicht, wenn ich sage, wenn ich mir vornehme, das mache ich jetzt, dann wird es nicht innerhalb von wenigen Wochen gleich funktionieren. Aber nach einigen Wochen und vielleicht nach einigen Monaten spürt man, dass das, was einen sozusagen blockiert auf diesem Weg zur inneren Freude und zum Glück, dass das ganz langsam kleiner wird. Und damit kommen freudvolle Momente immer öfters und immer stärker. Und das ist der Punkt, den ich versuchen muss zu üben. Wenn ich in mir Dankbarkeit nähere und stark mache, dann bin ich über diese Dankbarkeit sehr schnell im gegenwärtigen Moment. Wenn ich dankbar bin über das, was ist, zum Beispiel jetzt dankbar bin, dass ich hier sitze und der Regen draußen ist und hier ist es trocken, was überhaupt gar keine Selbstverständlichkeit ist, weil ich in Vietnam Häuser kenne,
die mit Pappkartons gedeckt sind. Und wenn es anfängt zu regnen, dann ist es im Haus nass. Also kann ich über so eine einfache Geschichte, dass ich hier ein solides Dach über dem Kopf habe, und wir wissen, das wird auch der Wind nicht wegblasen. Wir können wirklich darauf vertrauen, dass es hier trocken bleibt in der nächsten Stunde, sehr, sehr dankbar sein und kommen wirklich in den gegenwärtigen Augenblick an. Und über diese Dankbarkeit sehe ich, über was ich alles mich freuen kann. Es sind so unendlich viele Bedingungen da, die wir gar nicht alle sehen, aber über die Dankbarkeit bekommen wir einen Blick dafür, was alles da ist. So viele Bedingungen, die da sind, die uns Freude machen können, dass wir innerlich wirklich zufrieden sind, freudig sind und glücklich sein können. Das kann das Lächeln von einem Kind sein. Das kann der Duft einer Blume sein. Das kann das Rauschen des Windes sein. Der Klang einer Glocke. Also viel. Hier der Schein dieser 7 Kerzen, die hier nebeneinander stehen. Die Sonnenblume und so weiter. Es ist so viel, was uns in jedem Augenblick Freuden machen kann. Auch in einem Augenblick, wo wir sagen, da ist Leid. Und ich spüre, es ist auch Leid in der Nähe. Das ist eine ganz normale Geschichte. Weil ohne dieses Leid könnten wir einen Zustand des Glücks gar nicht erleben. Die beiden Dinge sind eins, die gehören zusammen. Es ist Leid und Glück ganz nah beieinander. Und wenn ich aber wirklich im Hier und Jetzt ankomme und außenrum sehr viel Leidvolles ist, und in der Welt ist derzeit viel Leidvolles. Es hungern Kinder und es verhungern Kinder. Täglich, dauernd, in dieser Sekunde. Wenn ich darüber dann in Leid nur noch zerfließe, dann kann ich mit diesem Leid nicht gut umgehen. Und kann dadurch auch das Glück nicht empfinden. Aber neben dieser Geschichte, dass hier jede Sekunde ein Kind verhungert, scheint auch die Sonne und blühen Blumen. Wir werden begleitet von lieben Menschen. Auch das ist. Und um diese innere Freude und diese innere Stabilität wirklich stark zu machen, ist es sicherlich sehr sinnvoll, das Leid mir wirklich gut anzuschauen, das auf dieser Welt und vielen Punkten herrscht. Und sich nicht vom Leid hinwegreißen zu lassen. Sich nicht vom Leid ergreifen zu lassen und dann in diesem Leid zu zerfließen und alles nur zu sehen, dass alles leidvoll ist. In allem ist irgendwo Leiden. Aber dieses Leiden kann überwunden werden. Der Buddha hat uns gesagt, es gibt Wege aus dem Leiden herauszukommen. Er hat uns Wege gezeigt, wie Leiden überwunden werden kann. Durch liebevolles Sprechen, durch liebevolles Handeln als Beispiele können wir Leiden minimieren. Wenn wir solche Dinge machen, spüren wir auch Glück in uns. Meine 91-jährige Mutter, die sehr, sehr fit ist, die derzeit immer noch Auto fährt, auch fit im Kopf ist, leidet seit wenigen Wochen zum ersten Mal körperlich etwas stärker. Sie hat Kolik im Darm. Kein Arzt weiß, wo das herkommt. Keiner kann ihr wirklich helfen. Das Ganze ist anatomisch bedingt und wahrscheinlich auch altersbedingt. Bei ihr kommt ganz langsam jetzt Verzweiflung. Ängste. Ängste, wenn das nicht weggeht, dann muss ich womöglich in Pflege gehen. Dann kann ich das alleine nicht mehr handeln. Was ist los, wenn der Schmerz nicht weggeht? Ich kann ja nicht jeden Tag nur Schmerzmittel futtern. Und sie hat schon Opiate bekommen, die sie regelmäßig einnehmen soll.
Sie beschäftigt sich die ganze Zeit mit dem, was aus diesem Krankheitsbild wird. Sie sagt dann schon zu mir, ja Christian, ich möchte mich eigentlich nicht mit meinem Körper beschäftigen und dieser Krankheit, sondern ich möchte Vögel draußen genießen und die Sonne, aber das kann ich nicht, weil das andere dauernd präsent ist. Und da habe ich ihr gesagt, das stimmt nicht. Weil das andere ist nur dann präsent, im Augenblick, wo du auf der Terrasse sitzt und die Sonne scheint und die Amsel pfeift, dann ist es nur dann präsent, weil du Angst hast, was in 2-3 Stunden wieder losgeht. Weil wenn du auf der Terrasse sitzt, dann hast du derzeit gerade keinen Schmerz. Ja, das stimmt. Und ich sage, ja. Und unter Umständen ist es die Aufgabe deines Lebens, dass du jetzt diese Augenblicke wirklich nimmst und jeden einzelnen Augenblick davon wirklich genießt. Und dann kommt der Schmerz wieder. Aber auch dieser Schmerz ist kein permanenter Schmerz, sondern der ist wieder vergänglich. Und mach dir heute keine Gedanken, was in einer Woche passiert. Oder in einem Monat. Zum Altwerden gehört auch das dazu, dass manche Dinge hängen bleiben und nicht wie ein Schnupfen so vergehen und schwerer zum Händeln sind. Aber sich da dann vom Leid auffressen lassen und nur noch alles leidvoll zu empfinden, da kommt dann gar keine Freude mehr auf. Und es ist zum Schluss eine falsche Wahrnehmung. Weil das, was mich da beschäftigt und mich so runterzieht, ist permanent was anderes. Das hat nämlich gar nicht mit dem Zustand, wie er jetzt gerade im Augenblick passiert, zu tun. Also ist es auf der einen Seite so, dass wir das Leiden durchaus auch akzeptieren müssen, dass es da ist. Sie hat den Schmerz. Sie kann nicht sagen, ich will den Schmerz nicht. Das sagt sie. Das hilft ihr aber nichts. Und weil sie wütend ist auf den Schmerz und den Schmerz nicht will, tut sie sich die Freude am Sonnenschein, an den Blumen und den Vögeln und diese Dinge liebt sie besonders, nehmen. Sie muss den Schmerz akzeptieren. Da ist Leiden. In unserer Welt ist Leiden. Wir können nicht sagen, wir wollen das nicht. Natürlich müssen wir auch nicht sagen, wir wollen das. Natürlich wollen wir nicht, dass Kinder verhungern. Aber wir müssen an einem Punkt hinkommen, wo wir einfach Akzeptanz dafür haben, dass Leiden ist. Und dann unser Tun danach ausrichten, dass wir versuchen, dieses Leiden durch unsere eigenen Aktionen zu minimieren, dass wir nicht Leiden verstärken für andere, dass wir so leben, dass viel Leidhaftes zurückgehen kann, dass vielleicht auch Leidhaftes transformiert werden kann und werden dann ganz automatisch Freude in uns selbst spüren. Menschen, die viel mit Leiden in Kontakt sind, entweder durch ihren Beruf oder auch durch Freizeiteinsätze, zum Beispiel, wenn ich am Wochenende beim Roten Kreuz als Sanitäter fahre und in Noteinsätzen bin, die sind meistens sehr viel ausgeglichener, weil sie Leid kennen. Die sind ausgeglichener und fröhlicher und offener. Man kann das sehr oft sehen. Menschen, die wegschauen und sagen, damit will ich ja überhaupt nichts zu tun haben, das ist ja alles so eklig. Nee. Die kommen sehr schnell an einen Punkt, wo ihnen die Freude verloren geht, weil immer wenn ich Leid nicht handeln kann und nur die Augen vor dem Leid verschließe, dann kann ich auch Freude und Glück nicht handeln. Es liegt einfach daran, dass die beiden Dinge zusammengehören. Ich habe das selbst sehr, sehr gut erfahren. Es gab Zeiten, da konnte ich Leiden nicht gut handeln. Und das Glück, wenn es freudvolle Augenblicke gab, ist mir wie Wasser zwischen den Fingern zerronnen. Und der glückvolle Augenblick hatte schon das nächste Leid automatisch in sich, weil ich einfach nicht damit umgehen konnte,
beziehungsweise den glückvollen Augenblick so festhalten wollte, dass er schon deshalb leidvoll wurde, weil ich nicht losgelassen habe. Und ich schon entdeckt habe in dem Augenblick, wo es da ist, oh, gleich ist es vorbei und dann war es auch schon vorbei. Und ich habe mir es zerstört. Ich konnte Glück nicht handeln. Es ist mir gegangen, weil ich es halten wollte. Es ist so, dass in dem Augenblick, wo wir die Dinge halten wollen, dann gehen sie uns davon. Wenn wir die Fähigkeit haben, Dinge zu lassen, mit der Akzeptanz, wie ich erst schon mal gesagt habe, dass die Dinge so sind, wie sie sind und dass es gut so ist, dass ich Akzeptanz und Vertrauen habe, dass ich sage, die Dinge sind so, auch wenn ich jetzt nicht verstehe, warum es so sein soll, und kann dadurch Dinge gehen lassen, dann sind die Dinge, die bei mir bleiben wollen, die kommen zurück. Hat jeder von euch sicherlich schon erlebt, dass Loslassen, auch wenn kein Künstler im Loslassen ist, dass er gespürt hat, hier habe ich jetzt mal losgelassen, ui, und es ist mir nicht verloren gegangen. Aber hier konnte ich mal loslassen. Und wenn man hält, und das hat auch jeder von euch sicherlich schon erlebt, dann wird es sehr leidvoll. Die Ängste, dieses Halten, das Ankrampfen, führt dann irgendwann zu einem Punkt, wo die Dinge mir dann doch verloren gehen. Insgesamt im Universum, das haben uns die Physiker längst bewiesen, geht nichts verloren. Es geht nichts verloren. Es kommt nichts hinzu. Das ist ein geschlossenes System. Und nur ich kann die Vorstellung haben, mir geht was verloren. Weil ich mich so wichtig und groß fühle, dass ich sage, mir geht was verloren. Das ist eine Vorstellung. Und es ist eine falsche Vorstellung. Mir geht gar nichts verloren. Ich entwickle mich weiter. Die Dinge sind in einer permanenten Veränderung. Und da kommt nichts dazu und da geht auch nichts verloren. Es entwickelt sich nur. Und wenn ich das erkennen kann, dass die Dinge sich entwickeln und dass es so, wie sie sich entwickeln, dass es gut ist und auch in Ordnung ist, dann kriege ich eine Idee von freudvoll. Dann kriege ich eine Idee von Glück. Dann kann ich die unendlichen Bedingungen, die zu Glück führen, spüren und sehen. Dann kann ich darauf mein Bewusstsein richten. Ich möchte noch mal ganz gerne auf das Hier und Jetzt eingehen. Viele Menschen lassen sich von den Dingen, wie sie in der Vergangenheit sind, tief beeindrucken. Sicher, die Vergangenheit formt uns. So wie wir heute leben, ist es eine direkte Wirkung von dem, was in der Vergangenheit passiert ist. Eine Wirkung von dem, was wir in der Vergangenheit selbst gedacht, gesprochen oder getan haben. Es sind auch viele Einflüsse aus der Familie, aus unseren Landesvorfahren, die uns prägen und uns an den Punkt hinbringen, wo wir heute stehen. Es ist sicherlich nicht falsch, aus diesen Dingen zu lernen und zu sagen, ja, meine heutige Situation hat sich so entwickelt, weil dies und dies und dies vorher passiert ist. Das kann ich nachvollziehen. Aber dann kommt der nächste Punkt, dass ich daran nicht verhafte und womöglich damit hadere. Ja, warum habe ich denn das so gemacht? Warum war ich damals nicht so klug und vernünftig wie heute? Warum konnte ich das damals nicht sehen? Ich habe mir damals das alles kaputt gemacht. Und wenn ich in den Kreis laufe, und ihr kennt es, das kennt man auch auf der Straße. Mei, wie war das früher? Und ja. In dem Augenblick, wo ich in diesem Kreislauf drin bin und die Vergangenheit nicht wirklich loslassen kann, auch meine eigene, auch eine Vergangenheit, die wirklich mit ganz massiven Fehlern, die ich auch heute sehr, sehr intensiv womöglich bedauere, aber ich muss es trotzdem stehen lassen.
Und ich muss es auch stehen lassen, wenn andere Menschen mir in der Vergangenheit Dinge angetan haben, die mich heute in eine Situation gebracht haben, die ich nicht als sehr komfortabel empfinde und ich da auch Schuldzuweisungen habe, dass andere vielleicht das mich dahin befördert haben, dann muss ich mich davon frei machen, dass ich dauernd mich damit beschäftige. Es ist wichtig, dann in den gegenwärtigen Augenblick zu kommen und dann durch meine jetzigen Aktionen eine neue Wirkung aufzubauen. Durch mein Denken, durch mein Sprechen und durch mein Tun. Es ist immer diese dreifache Aktion. Wenn ich das dann gut mache, weil ich vielleicht mich auch beschäftigt habe mit globaler Ethik, mit Dingen, dass ich also wirklich ein gutes Gefühl habe, was ist gut und was ist liebevoll, dann kann ich Schritte gehen und es kommt eine neue Wirkung. Ich kann mich damit wirklich aus der Wirkung der Vergangenheit ganz, ganz langsam, das geht nicht mit einem Bruch, aber es funktioniert langsam, dass ich die alte Wirkung langsam transformiere und durch mein aktuelles, dreifaches Tun im Hier und Jetzt eine neue Wirkung mache, die mir dann viel mehr Freude und Glück in jedem Augenblick gibt. Und was ganz raffiniert ist, ich habe letzten Sonntag schon mal von meiner Tochter gesprochen, die derzeit, die hat es direkt nach ihrer letzten schriftlichen Abiturprüfung, hat sie begonnen, in einer Reha-Klinik zu arbeiten. Es ist ein 8-Stunden-Tag, der in der Früh um 6 beginnt. Sie muss jeden Tag ungefähr 14 alte Menschen, die alle im Rollstuhl sitzen, ausnahmslos betreuen. Die müssen gewickelt werden, die ziehen sich die Katheter, die ziehen sich die Infusionen, die sie dran haben, immer wieder selber. Also täglich zieht sich einer einen Katheter, er spritzt mit Blut. Es ist also wirklich eine sehr, sehr schwierige Geschichte und sie ist stückweise auch alleine. Sie ist 17 Jahre alt, auf Station. Und sie hat mich vorgestern, hat sie gesagt, wie sie heimkam, Papa, heute war wirklich ein ganz harter Tag. Die Oberschwester musste weg, ich war alleine auf Station. Die sagt zu mir noch ganz schnell, weißt du was, heute gibst du die Spritzen. Du hast jetzt da schon so oft zuschaut, das klappt, das kannst du. Dann kamen die Ärzte zur Visite, haben ihr dann noch alle möglichen medizinischen Anweisungen gegeben. Es wurde über Medikamente diskutiert. Dann hat sich der Erste während dieser Aktion an Katheter gezogen. Da war also wieder das ganze Zimmer, Bett und die Wände, alles verspritzt. Das musste dann sauber gemacht werden. Und sie hat gesagt, und was ich überhaupt nicht verstehe, Papa, das war wirklich ein Tag, wenn du das erzählst, dann wird den Leuten schlecht, weil das so greislich ist. Aber mir selber geht so gut, ich fühle mich so glücklich, es war so toll, ich habe viel Verantwortung gehabt, ich habe keine wirklichen Fehler gemacht und ich fühle mich einfach großartig. Wie kann das gehen bei so viel Elend? Und dann habe ich gesagt, ja Angela, das ist genau das und das ist das, was ich euch versucht zu beschreiben, dieser wirkliche intensive Kontakt zum Leiden. Das macht sie glücklich. Sie macht derzeit eine Phase, sie macht das jetzt seit 1,5 Monate. Sie macht das bis zum 1. September und sie fängt genau am 1. September studieren an. Sie macht das anders wie andere Abiturienten. Das hat ihr keiner eingeflüstert, das war ihre ganz persönliche Entscheidung. Wie sie gefragt hat, hat gesagt, du sag mal, du hast noch nicht mal das mündliche Abitur, warum machst du denn diesen 8-Stunden-Job? Brauchst du Geld? Muss ich dir irgendwas finanzieren, was du brauchst? Oder nee, ich möchte selbstständig sein und ich möchte eine verantwortungsvolle Aufgabe haben. Und die habe ich hier. Vorher hat sie beim Penny an der Kasse gearbeitet, da hat sie genauso viel verdient. Das war ihr viel zu langweilig. Das war uninteressant. Und das ist jetzt eine Herausforderung. Und daran sieht man, ich habe ihr dann das erklärt, ich habe gesagt, Angela, das ist genau das, dieses Leiden, mit dem du da permanent in Berührung bist. Die Patienten, für
du kannst mit keinem von denen wirklich Mitleid haben, aber du hast viel Mitgefühl. Du hast inzwischen bei vielen Patienten erlebt, dass die nach einigen Tagen ganz plötzlich auch versterben. Es ist eine schwere Reha. Sie hat also auch viele Patienten am Nachmittag unterhalten. Einer hat ihr erzählt, ja, also er versteht überhaupt nicht, dass die Leute da meinen, sie bleiben hier ewig. Er geht morgen heim. Und das findet er wunderbar. Und es haben die 3 Wochen gelangt. Und am Abend ist er verstorben. Solche Dinge passieren hier ständig. Es sind Unterhaltungen. Am Anfang war das für sie sehr erstaunlich. Aber sie konnte auch das sehr, sehr gut handeln. Dass es einfach Schluss ist. Dass es einfach tiefe Veränderungen permanent gibt. Und dieses Lernen und das Wissen praktisch, das lässt sie so stabil und glücklich sein. Und das ist wirklich, das ist unglaublich, mit wie ihre Augen strahlen und wie sie sich selber darstellt über diese Tätigkeit. Glück und Leid ganz nah beieinander. Eine Geschichte, die mir noch sehr, sehr geholfen hat, ist ein Satz. Wir haben ja viele, viele schöne Sätze. Es gibt viele Sätze, die Weisheiten sind. Wenn ich erkenne, dass so eine Weisheit für mich persönlich gemacht ist, dann kann ich sie mir zum Glaubenssatz machen, dann bin ich schon sehr weit. Wenn ich diesen Glaubenssatz zu einer wirklich inneren Haltung ausbauen kann, dann hat sie mein Leben verändert. Einen hatte ich euch schon gesagt. Ich habe euch eigentlich schon 2 gesagt. Es ist, wie es ist und es ist gut so. Das hat mein Leben verändert. Das hat mein Leben grundsätzlich verändert. Vor ungefähr einem Jahr, 1,5. Die Weisheit kenne ich schon seit 8 Jahren. Eine andere Geschichte von Byron Katie, mit der lebe ich inzwischen auch täglich. Indem ich immer wieder mein Denken überprüfe, indem ich schaue, ist das, was ich jetzt gerade denke, ist es wirklich wahr? Prüfen, wie auch Tai uns sagt, schaue ich mir an, kann ich mir absolut sicher sein, dass es wahr ist, was ich denke? Das Problem ist, unsere Gedanken bringen uns sehr, sehr schnell weg von Glück und Freude. Und das ist das, was ich für mein Leben wirklich haben möchte. Nicht im Festhalten, sondern dahin leben, dass das einfach automatisch viel öfters zu mir kommt. Früher bin ich hinten nachgerannt. Heute schaue ich, ob es kommt. Durch eine andere innere Haltung. Wie reagiere ich, wenn ich so denke, wie ich denke? Das ist jetzt ein Schlüsselsatz. Jetzt habe ich erst schon mal geschaut, waren das falsche Wahrnehmungen, was tue ich da, wie reagiere ich? Und jetzt finde ich raus, gut, dann passt's ja. Oh, nicht so gut. Aha, der Gedanke stört mich. Wie geht's mir, wenn ich diesen Gedanken nicht denken würde? Und dann kommt die Antwort. Und dann kommt aber auch die Konsequenz. Wenn ich diesen Gedanken nicht denken könnte oder würde, dann würde's mir ja ganz großartig gehen. Und dann muss ich Stopp sagen, dann muss ich zu meinem Atem kommen und sagen, okay, diesen Gedanken, der für dich jetzt sehr zerstörerisch ist, oder der dich traurig macht, oder der dir Angst macht, oder was auch immer, oder ein Unwohlsein, langt ja ein Unwohlsein, oder Stress. Wenn ich, also ich habe einen sehr anspruchsvollen und auch sehr stressigen Beruf immer wieder, wenn ich dann an dem Punkt bin, wo ich sage, ich kann jetzt nicht mehr, meine Kraft geht mir jetzt ganz langsam zu Ende. Wie lange ist es noch? Dann sage ich mir den Satz. Und wenn ich den Gedanken nicht denken könnte, würde, meine Kraft geht mir zu Ende, dann würde es mir richtig gut gehen. Also nehme ich dieses Ding zur Bewältigung meines Stress, den ich gerade da habe, in diesem Augenblick. Oder so viele andere Sachen. Wenn ich einfach merke, Unwohlsein kommt hoch, dann helfen mir diese Sätze. Und wenn ich die wirklich zu einer inneren Haltung gemacht habe, dann kann ich schauen und kann prüfen.
und kann neue Wege einschlagen. Ich habe es also selber im Griff und es passiert was Erstaunliches. Es kommt Strahlen. Es kommt Freude. Es kommt Freude auch in einer wirklichen leidvollen Umgebung. Es kommt Freude auf, auch wenn man sagt, derzeit hast du es nicht ganz so leicht. Derzeit musst du einen großen Rucksack tragen. Der war nicht immer so groß. Dann kommt über diese Dinge wirklich tiefe Freude auf. Manche von euch wissen, dass ich Entwicklungszusammenarbeit in Vietnam mache. Dort bin ich persönlich mit ganz gravierenden existenziellen Leid verbunden. Die hungrigen Kinder, abends die weinenden Kinder in den Häusern, weil sie nichts zu essen bekommen. Kinder, die völlig verdreckt sind, weil kein fließendes Wasser da ist. Kinder, die krank sind, Kinder, die entstellt sind durch Missbildungen. Es ist, gerade die Kinder tun mich sehr, sehr tief beeindrucken, wenn ich da an dem Leid dran bin. Und da brauche ich auch dann immer wieder diesen Satz. Weil ich bin ja dort nicht, um dahin zu schauen und zu sagen, gut, sondern ich bin ja wirklich dort, um dort zu helfen. Also ich muss mir die Dinge erstmal anschauen, damit ich überhaupt anfangen kann, was zu tun. Deshalb fahre ich ja dorthin und muss mich diesem Leiden aussetzen. Und wenn dann Traurigkeit und Verzweiflung hochkommt, und die kommt da hoch, auch wenn das schon die 6., 7., 8. und 10. Reise dorthin war, und ich ganz genau weiß, was mich wieder erwartet, dann bin ich ein paar Tage stark. Und es berührt mich nicht so, dass es gleich zur Verzweiflung kommt. Aber irgendwann komme ich auch da an den Punkt, dass das so viel wird, dass ich plötzlich von diesem vielen Leiden überwältigt wäre. Und wenn ich dann überwältigt wäre, dann kommen Gedanken. Meine Güte, warum muss denn das sein? Warum müssen Menschen so viel Gift auf ein Land verstreuen, dass es so viel Behinderte gibt und die Kinder heute in der 3. und 4. Generation immer noch leiden an genetischen Schäden? Warum ist es so, dass es uns zu Hause hier im Westen so gut geht und wir so viel Fleisch futtern, dass hier die Menschen gar nichts zum Essen haben, weil wir die Tiere damit füttern müssen? Und solche Fragen kommen und solche Fragen bringen einen dann zur Verzweiflung und die ziehen einen runter. Und du bist auch nicht mehr fähig, frisch und mutgebend dann aufzutreten, wenn du auf so eine Gruppe Kinder zugehst. Und dann fange ich an. Was ist, wenn ich diesen Gedanken jetzt nicht denken könnte oder würde? Und dann sehe ich, ja, du tust ja hier was. Es ist ja richtig, dass die Dinge so wohl zusammenhängen. Aber das nützt jetzt hier in der Situation gar nichts. Und deine Verzweiflung nützt nichts. Also, lass den Gedanken der Verzweiflung, lass den Gedanken der Vorwürfe, lass den Gedanken des Ärgers und was auch immer ist, sofort los, komm zu deiner Frische. Und wenn mir das zwischen 2 Besuchen von 2 sehr armen Kindergärten passiert, im Bus, wo ich dann vielleicht auch noch ein bisschen Tränen in die Augen gekriegt habe oder auch mehr, dann komme ich im nächsten Kindergarten frisch an, weil mir diese Sätze helfen. Und ich ankomme im Hier und Jetzt und im Augenblick und ich dann sehe, ja, ich muss weitergehen. Und Verzweiflung, Schuldzuweisungen, Ärger und Angst lässt uns nicht weitergehen. Also denke ich diesen Gedanken nicht. Und es stellt sich dann trotz des vielen Elends wieder Freude ein, Glück ein. Ganz plötzlich kann man singen, Happiness is here and now. Glück ist hier und jetzt. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen was rüberbringen, ich konnte das schön mit euch teilen. Nehmt einfach was mit und schaut. Und ich wünsche jedem von euch, dass er sehr viel Sonnenschein in sein Herz immer wieder rein befördert.
Ihr müsst den Sonnenschein nicht nehmen. Jetzt regnet's draußen. Der ist da. Glück und Freude ist da. Man muss danach nicht greifen. Man muss einfach nur zulassen. Man muss zulassen, dass es wirken kann. Man muss zulassen, dass die Sonne ins Herz scheint. Man muss zulassen, dass der Duft dieser wunderschönen Blume in mein Bewusstsein reingeht. Und wenn ich die Dinge zulasse, dann stellt sich Glück und Freude ganz von selbst ein.